Ja, das Stichwort, mit dem ich zu dem Glossar zur Corona-Krise aus der Perspektive der kritischen Theorie beitragen möchte, ist der Staat. Vorweg möchte ich sagen, dass ich mich all jenen VorrednerInnen anschließe, die in anderen Videos darauf hingewiesen haben, dass unsere Beiträge in diesem Glossar keine abgeschlossenen Interventionen sind, sondern vielmehr erste Überlegungen in einem kollektiven Denkprozess. Ich möchte an dieser Stelle auch den InitiatorInnen des Glossars danken, dass ihr diesen Denkraum initiiert und zur Verfügung gestellt habt. Und ich möchte an dieser Stelle auch jenen FreundInnen und KollegInnen danken, mit denen ich diesen Text vorab diskutieren konnte, freilich alles virtuell und digital, nämlich Brigitte Bargetz, Jan Hutter, Tamás Jules Fütti und Markus Grieser. Okay, also zum Start. Ich denke, um die Rolle des Staates in der aktuellen Corona-Krise verstehen zu können, ist es erforderlich, einen Brückenschlag zwischen verschiedenen theoretischen Ansätzen vorzunehmen und marxistische, poststrukturalistische, queer-feministische, rassismuskritische, post- und dekoloniale Ansätze miteinander in Dialog zu bringen. Im Folgenden werde ich drei konzeptuelle Aspekte eines gesellschaftstheoretischen Staatsverständnisses vorstellen, die ich als wichtig erachte, um über den Staat in Zeiten der Corona-Krise nachzudenken. Meine Überlegungen beruhen dabei auf zwei Prämissen. Erstens begreife ich die Corona-Krise als eine umfassende gesellschaftliche Krise, in der sich bereits davor bestehende politische, ökonomische und gesellschaftliche Ungleichheiten und Ausschlüsse verdichten. Zweitens gehe ich davon aus, dass der Staat keine neutrale Instanz des gesellschaftlichen Interessensausgleichs oder eine Instanz zur Herstellung des Gemeinwohls ist, sondern eine Instanz, die durch Ungleichheits-, Macht- und Gewaltverhältnisse strukturiert ist und die zur Aufrechterhaltung eben dieser Verhältnisse beiträgt. Im Folgenden lege ich meinen Fokus auf Staatlichkeit in westeuropäischen Gegenwartsgesellschaften. Ich komme also zu meinen drei Punkten. Erstens, der Staat als ideeller Gesamtkapitalist. In der Einleitung zu Karl Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich, schrieb Friedrich Engels 1891: Nach der philosophischen Vorstellung ist der Staat die Verwirklichung der Idee oder das ins Philosophische übersetzte Reich Gottes auf Erden, das Gebiet, worauf die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit sich verwirklicht oder verwirklichen soll. Und daraus folgt dann eine abergläubische Verehrung des Staates und alles dessen, was mit dem Staat zusammenhängt und die sich umso leichter einstellt, als man sich von Kindesbeinen daran gewöhnt hat, sich einzubilden, die der ganzen Gesellschaft gemeinsamen Geschäfte und Interessen könnten nicht anders besorgt werden, als wie sie bisher besorgt worden sind, nämlich durch den Staat und seine wohlbestallten Behörden. Und man glaubt, schon einen ganz gewaltig kühnen Schritt getan zu haben, wenn man sich frei gemacht vom Glauben an die erbliche Monarchie und auf die demokratische Republik schwört. In Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, und zwar in der demokratischen Republik nicht minder als in der Monarchie. Der moderne westliche Staat, so die Grundannahme aus einer marxistischen Perspektive, ist zwar formal von der Sphäre der Ökonomie getrennt, entsteht jedoch aus den Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft und hat seinen Zweck in der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsweise. Der Staat ist das Eingeständnis, wie Engels schreibt, der bürgerlichen Gesellschaft, dass diese, so Engels, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie ohnmächtig ist. Engels bezeichnet den bürgerlichen Staat als ideellen Gesamtkapitalist. Der moderne Staat gewährleistet die Infrastruktur der kapitalistischen Produktionsweise, die diese aus sich heraus nicht sicherstellen kann. Das heißt, Aufgabe des Staates ist es, die allgemeinen Produktionsbedingungen wie Vertragsfreiheit, Energieerzeugung, Verkehrs- und Transportmittel und Wege, Postwesen, aber auch Ausbildung und Gesundheit, zumindest bis zu einem gewissen Grad und nicht für alle gleich, sicherzustellen. Würde nämlich die Sicherstellung der Bedingungen der Reproduktion der kapitalistischen Produktionsweise allein der kapitalistischen Logik überlassen werden, also dem, wie Marx und Engels im Kapital schreiben, Werwolfs-Heißhunger für Mehrarbeit, könnte dies gar nicht aufrechterhalten werden. Also bereits lange vor dem Neoliberalismus, aber auch lange vor Intensivstationen und Beatmungsbetten machten Marx und Engels darauf aufmerksam, dass die bürgerliche Gesellschaft sich nur reproduzieren kann, wenn der Staat bestimmte Aufgaben übernimmt. Dies wird vor allem durch den Staat als Wohlfahrtsstaat sichergestellt,
der sich als Antwort auf ArbeiterInnenkämpfe herausgebildet hat. Aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive lässt sich argumentieren, dass der Staat gesellschaftliche Reproduktionsaufgaben aber nicht übernimmt, weil es ihm um die Sicherstellung des Allgemeinwohls geht. Vielmehr geht es um die Sicherstellung der Reproduktionsbedingungen für eine gesellschaftliche Ordnung, die auf Ungleichheit und Ausbeutung beruht. Dies hat zur Konsequenz, dass die Menschen nicht nach ihren Bedürfnissen und Bedürftigkeiten vom Staat fair und umsorgt werden. Denn wenn dies der Fall wäre, würden beispielsweise keine obdachlosen Menschen im Winter erfrieren und es würde niemand aufgrund fehlender Gesundheitsversicherung an Erkrankungen sterben. In welchem Ausmaß der Staat die Sicherung der Gesellschaft zu einem je historischen Zeitpunkt gewährleistet, ist Resultat gesellschaftlicher Kämpfe. Der Staat ist daher, wie der marxistische Staatstheoretiker Nikos Polanzis argumentierte, die materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. In der gegenwärtigen Corona-Krise sehen wir, wie fragil diese staatliche Sicherung der gesellschaftlichen Reproduktion ist. Verschärft wird diese Brüchigkeit durch den Umstand, dass in den letzten Jahrzehnten massive Veränderungen in gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen dazu geführt haben, dass die Art und Weise, wie der Staat reproduktive Aufgaben übernimmt, zunehmend direkt nach der Marktlogik ausgerichtet wurde und wird. Diese führte zwar dazu, dass viele wohlfahrtsstaatliche Absicherungsformen abgebaut wurden. Obwohl der Staat also immer die Sicherstellung der kapitalistischen Produktionsweise zum Ziel hat, hat sich dies in den letzten Jahren und Jahrzehnten insofern massiv zugespitzt, als der Staat zunehmend in der Sicherung der Reproduktion der Gesellschaft direkt Marktlogiken folgt. Dies wird zumeist als neoliberale Ökonomisierung des Sozialen bezeichnet. So wurden Fallpauschalen zur Bemessungsgrundlage in den Krankenhäusern, Pflege wurde outgesourced und der Pflegeschlüssel wird nicht auf der Basis der Bedürfnisse von Kranken und Pflegekräften, sondern auf der Basis von Effizienzkriterien festgelegt. Eine Konsequenz aus der Neoliberalisierung der Gesundheitsversorgung ist, dass gegenwärtig auch in Ländern mit hohem Bruttoinlandsprodukt wie Deutschland oder der Schweiz Intensivbetten knapp werden und dass befürchtet wird, dass eine unausreichende Versorgung kranker Menschen nicht gewährleistet werden kann. In der Neoliberalisierung des Gesundheitssystems spitzt sich aber nur die generelle Unmöglichkeit zu, gesellschaftliche Reproduktion auf der Grundlage kapitalistischer Logik sicherzustellen. Auf genau diese Problematik bzw. auf die Unmöglichkeit, Gesundheitsversorgung entlang von Marktkriterien zu organisieren, wurde in den letzten Jahren wiederholt in Arbeitskämpfen von Pflege- und SorgearbeiterInnen hingewiesen. Staatliche Reaktionen darauf blieben aber aus. Darüber hinaus zeigt sich in der gegenwärtigen staatlichen Bearbeitung der Corona-Krise, dass der Staat auch in Zeiten einer Pandemie nicht das Wohl aller in sein Zentrum stellt, sondern auch hier die Sicherheit und das Wohl der Gesellschaft im Lichte der kapitalistischen Produktionsweise vermessen wird. Obgleich nun, wie jüngst beispielsweise vom deutschen Kanzleramtsminister Braun, vielerorts betont wird, dass die Wirtschaft hinter der Gesundheit der Bevölkerung einen großen Schritt zurückstünde, wird auch gegenwärtig die Gesundheit der Bevölkerung stets mit Blick auf die Anforderungen der kapitalistischen Produktionsweise abgewogen. Eine staatliche Reaktion auf die Pandemie, die das Wohl aller im Auge hat, hätte etwa bedeutet, dass alle Arbeiten sofort eingestellt worden wären, die nicht direkt zur Erhaltung der Gesellschaft notwendig sind. Dass es bis heute keinen staatlichen Erlass gibt, der verhindert, dass BauarbeiterInnen weiterhin weitgehend ungeschützt auf Baustellen Lohnarbeiten oder es in der Rüstungsindustrie zu keinem Lockdown kam, verweist auf die strategische Selektivität staatlichen Handelns. Zugleich zeigt die Corona-Krise und ihre staatliche Bearbeitung aber auch, wie zentral die formelle Trennung von Politik und Ökonomie im Kapitalismus ist. Denn nur der Staat kann das langfristige Gesamtinteresse des Kapitals auch und gerade gegen die kurzfristigen Profitinteressen der Einzelkapitale durchsetzen. Nur der Staat kann also, zum Teil auch gegen den lautstarken Protest der Unternehmen und ihrer Verbände, Geschäfte und Lokale schließen, Unterhaltungs- und Freizeitanlagen sperren oder die Produktion von Schutzmasken und Beatmungsgeräten verfügen und darüber den Kapitalismus auf lange Sicht vor der Zerstörung seiner eigenen Grundlagen bewahren.
Von feministischen TheoretikerInnen wie beispielsweise Mary McIntosh, Catherine MacKinnon, Eva Kreisky und Birgit Sauer wurde die marxistische Überlegung, dass der Zweck des Staates die Aufrechterhaltung einer Gesellschaftsformation ist, die auf Ungleichheit und Ausbeutung basiert, erweitert. Diese Arbeiten machten sichtbar, dass die heteronormative, patriarchale Konstruktion der Familie für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsformation grundlegend ist. Denn in der Familie werden fundamentale reproduktive Tätigkeiten übernommen: Erziehung, Ernährung, Pflege, Sorge. Aufgrund naturalisierender, heteronormativer, patriarchaler Geschlechterkonstruktionen ist die Arbeit in den Familien ungleich verteilt. Immer noch sind Frauen, Sternchen, die primär Verantwortlichen für die Reproduktionsarbeit. Zugleich sind es heteronormative, patriarchale Geschlechterkonstruktionen, die dazu führen, dass die gesellschaftlich notwendige Reproduktionsarbeit gar nicht als Arbeit gilt, dass sie ja privat erbracht wird. Durch Konstruktionen von Familie, Sexualität, Privatheit und Intimität können Sorge, Pflege und Erziehungsarbeit ausgelagert werden, auf denen der Wohlfahrtsstaat zugleich beruht. Die Konstruktion von Reproduktionstätigkeiten als private Tätigkeiten ermöglicht es, dass der Wohlfahrtsstaat bezogen auf Reproduktionsarbeiten weitgehend ein Nachtwächterstaat bleiben konnte, wie Birgit Sauer schrieb. Familie und Privatheit sind auch in der gegenwärtigen Corona-Krise wichtige Ressourcen für das staatliche Krisenmanagement. In der aktuellen Krisenpolitik, die von Menschen verlangt, dass sie gleichzeitig im Homeoffice der Lohnarbeit nachgehen und nebenbei die Betreuung von Kindern übernehmen sollen, zeigt sich genau jene Logik, die von feministischen StaatstheoretikerInnen von jeher kritisiert wurde. Die Annahme, dass Reproduktionsarbeit keine Arbeit sei und irgendwie nebenbei erledigt werden könne. Wie und ob die Corona-Krise die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Familie transformieren oder eher verfestigen wird, wird sich zeigen. Indem der Staat Familie und Privatheit als Krisenressource anruft, wird nicht nur ausgeblendet, dass dies vor allem für Frauen eine deutliche Zusatzbelastung mit sich bringt. Ebenso bleibt dabei entnannt, dass für viele Frauen und Kinder die Familie kein Ort der Sicherheit ist. Dass das Verwiesensein auf den Raum der Familie durch Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice zum Anstieg von sogenannter häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt führt, war für FeministInnen vorhersehbar und zeigt sich nun auch in ersten Zahlen. Die erhöhte Gewalt in Familien wird gegenwärtig in manchen Ländern, wie beispielsweise jüngst in Österreich, in Kampagnen gegen häusliche Gewalt problematisiert. Freilich führt dies aber nicht zu einer generellen Abkehr des Staates vom Familialismus als grundlegendem Prinzip. Zweitens, der Staat als biopolitischer Staat. Michel Foucault zufolge bildete sich im 19. Jahrhundert mit der Biomacht eine neue Form der Machtausübung heraus. Die Biomacht macht das Leben zum Einsatz politischer Strategien und zielt über statistische Erhebungen zur Demografie, über die Medikalisierung der Gesellschaft und die Verbreitung der Hygiene auf die Vermehrung der Kräfte der Bevölkerung. Die Biomacht zielt darauf ab, so Foucault, Leben zu machen oder in den Tod zu stoßen. Mit der Biomacht wurde die Medizin zu einer zentralen politischen Akteurin. Medizinische Wissensformen wurden zu einer politischen Rationalität, die über die Klinikmauern hinaus in die gesamte Gesellschaft diffundierte. Die Biomacht ging in den modernen westlichen Staat ein. Dieser operiert hier nicht nur in juridischer Weise über Gesetze und Verbote, sondern auch über die, wie Foucault schreibt, Kunst, die Menschen zu regieren. Der Staat übt biopolitische Macht aus, indem die Subjekte zu bestimmten Verhaltens- und Lebensweisen geführt, also regiert werden. Regieren als Form staatlicher Machtausübung beeinflusst das Verhalten der Subjekte durch Techniken, die, wie Foucault schreibt es, ohne dass die Leute es allzu sehr bemerken, beispielsweise erlauben, die Geburtenrate oder die Bevölkerungsströme zu stimulieren. Auch hier nimmt die Medizin eine wichtige Rolle ein. Medizinische Wahrheiten über Körper, Zweigeschlechtlichkeit, Sexualität, Gesundheit, Reproduktion etc. werden zu Normalitätsvorstellungen, über die Menschen regiert werden. Grundlegende Einsicht post- und dekolonialer Arbeit ist, dass über Rassismus hier eine gewaltvolle Grenzziehung vollzogen wird zwischen jenen Menschen, deren Leben geschützt und optimiert werden soll,
und Menschen, die Gefahren und dem Tod in einem weiten Sinne ausgesetzt werden. Diese, unter anderem von Franz Fanon, Edward Said und Achille Mbembe analysierte Entmenschlichung durch Rassismus, ist die Kehrseite von Biopolitik und verbindet den Pol des Todes mit dem Pol des Lebens. Der Tod der anderen wird zur Bedingung des Lebens des eigenen. Rassismus als diese Grenzziehung ist eine grundlegende Machttechnik des modernen westlichen biopolitischen Staates. Der biopolitische Staat ist folglich immer auch ein gewaltvoller Staat. Der Schutz der einen bedeutet das Aussetzen der anderen an Gefahren und Tod. Während sich die biopolitische Dimension des Staates oftmals auf sehr subtile Art und Weise zeigt, wird sie in der gegenwärtigen Corona-Krise sehr deutlich sichtbar. Durch Regierungstechniken, aber auch durch Disziplinierung und Verbote wirkt der Staat auf das alltägliche Verhalten der Menschen ein und versucht durch unterschiedliche Maßnahmen das biopolitische Ziel der Gegenwart, flatten the curve, zu erreichen. Allerdings haben auch diese biopolitischen Maßnahmen ihre gewaltvolle Kehrseite. Trotz der vielerorts beschworenen Aufrufe von PolitikerInnen, dass wir alle im Kampf gegen die Pandemie vereint seien, wird auch in den gegenwärtigen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine Grenzziehung gezogen zwischen jenen, die leben und jenen, die sterben sollen. Ganz offensichtlich führen Rassismen und Nationalismen dazu, dass erstmal alle Staaten ihre BürgerInnen retten wollen, wie dies Vanessa Thompson in dem Glossarbeitrag Black Feminism gezeigt hat, aber auch wie dies Massimo Perinelli und Vinzenz Barbabutilabo in ihrem Podcast zu Rassismus und Corona gezeigt haben. Während deutsche UrlauberInnen in groß angelegten Rückholaktionen nach Deutschland zurückgeholt wurden, blieb die Ansage der deutschen Bundesregierung, einige wenige Minderjährige aus den geflüchteten Camps von der Insel Lesbos auszufliegen, bis zum heutigen Tag ein leeres Versprechen, das durch die Dringlichkeit der je nationalen Bewältigung der Corona-Krise hintangestellt wurde. Ebenso zeigt sich die gewaltvolle Kehrseite des biopolitischen Staates darin, dass wohnungslose Menschen nach wie vor weitgehend schutzlos den Gefahren einer Ansteckung ausgesetzt werden, während zugleich tausende Hotelzimmer leer stehen. Auch gibt es keine staatlichen Maßnahmen, um SexarbeiterInnen finanziell zu unterstützen, die aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ebenso materiell betroffen sind wie beispielsweise ImmobilienmaklerInnen. In vergleichbarer Form ist der Schutz von Menschen in Gefängnissen in den staatlichen Maßnahmen ebenso wenig vorrangig. So wurden in vielen Gefängnissen im Lichte der Corona-Krise Haftverschlechterungen eingeführt, nicht aber Schutz umfassend ausgeweitet, weshalb es im März in einigen italienischen Gefängnissen zu Protesten von Inhaftierten kam, bei denen mehrere Menschen getötet und viele andere verletzt wurden. Schließlich zeigt sich die Zäsur zwischen denen, die geschützt werden sollen, und jenen, die der Gefahr einer Erkrankung und eines Todes ausgesetzt werden, in der staatlichen Politik mit Geflüchteten. In den ohnehin überfüllten Geflüchtetenunterkünften lässt sich weder 2 Meter Abstand halten, noch der Aufforderung Stay at Home Folge leisten. In einem biopolitischen Staat zu leben bedeutet folglich, dass der Virus zwar alle Menschen gleich treffen könnte. Es bedeutet aber freilich nicht, dass alle Menschen gleichermaßen geschützt werden. Was sich in den aktuellen biopolitischen staatlichen Maßnahmen offenbart, ist, dass das Leben mancher zum Einsatz der Politik wird, während andere Gefahren, Risiken und dem Tod ausgesetzt bleiben. Oder anders, die aktuellen staatlichen Maßnahmen legen die gewaltvolle Grundstruktur des biopolitischen Staates frei. Drittens, der Staat als Souverän. Grundlegend für das Selbstverständnis moderner westlicher Staaten ist die Annahme, dass der Staat ein Souverän ist, der den BürgerInnen Schutz und Sicherheit verspricht, freilich unter der Bedingung der Unterwerfung. Queer feministische AutorInnen haben gerade diese Grundannahme als weißes, maskulinistisches, heteronormatives, ability-zentriertes Phantasma dechiffriert. So argumentierte Mechthild Rumpf, dass die Souveränitätsidee des Nationalstaates nach, wie Rumpf schreibt, dem gleichen Muster gestrickt ist wie die Idee des absolut autonomen, mit sich identischen Subjekts. Ähnlich verweist Judith Butler auf eine fundamentale Parallele zwischen den Konzeptionen
des modernen westlichen Subjekts und des modernen westlichen Nationalstaates als souveräne Entitäten. Nationalismus ist hier, so Butler, ein Versuch, wie Butler schreibt, sich gegenüber dem Gedanken seiner eigenen Verletzbarkeit zu immunisieren. Dieses phantasmatische Ideal eines souveränen Nationalstaates macht globale Abhängigkeitsstrukturen unsichtbar. Diese führen aber genau dazu, dass Nationalstaaten aus dem globalen Süden nicht in der gleichen Art Souveränität für sich beanspruchen können wie jene aus dem globalen Norden. Im aktuellen Kontext des globalen Wettlaufs um Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte zeigt sich eine Reaktivierung des Phantasmas, dass Nationalstaaten im Alleingang souverän handeln können und ein je national geführter Kampf gegen das Virus sinnvoll ist, obwohl dieses nicht an nationalstaatlichen Grenzen Halt macht. Anstatt je nationaler Krisenpolitiken wären auch globale Maßnahmen zur Eindämmung des Virus möglich gewesen. Stattdessen agieren alle Staaten auch in der aktuellen Bekämpfung der Covid-19-Pandemie entlang des Phantasmas nationalstaatlicher Souveränität. Innerhalb der Europäischen Union zeigt sich dies an der vehementen Ablehnung von Eurobonds. Und für die Menschen aus Ländern aus dem globalen Süden bedeutet dies angesichts neokolonialer Machtverhältnisse und Ressourcenungleichheit einmal mehr ein erhöhtes Risiko des Todes, worauf jüngst von Simukai Chikudo, Edna Bonhomme, Angela Davis und Olotimein Adigbe in ihren rassismuskritischen postkolonialen Beiträgen zur Corona-Krise hingewiesen wurde. Während also im Zuge der Kolonialisierung tausende Menschen durch Seuchen, die von den Kolonisierenden eingeschleppt wurden, ihre Leben verloren haben, führt gegenwärtig die Aufteilung der Welt in Nationalstaaten, die sich ja erst im Kontext kolonialer Expansion herausgebildet hat, dazu, dass Menschen aus dem globalen Süden erneut in vermehrter Form Gefahren ausgesetzt werden. Noch eine weitere Dimension möchte ich problematisieren, nämlich die Frage, was es eigentlich bedeutet, dass die Souveränität des Staates auf dem Versprechen beruht, den Menschen Sicherheit zu geben, wie dies paradigmatisch in Hobbes' Leviathan zum Ausdruck kommt. Ich möchte an dieser Stelle nochmals auf Judith Butler zurückkommen, denn mit Butler lässt sich die Anordnung zwischen BürgerInnen und dem Staat im Rahmen der Hobbeschen Schutzlogik grundlegend infrage stellen. Das phantasmatische Versprechen, dass der Staat unter der Bedingung der Unterwerfung Sicherheit garantieren würde, blendet genau das aus, was Butler als sozio-ontologische Bedingung des Menschseins begreift: Verletzbarkeit. Verletzbarkeit ist nach Butler eine, wie Butler schreibt, allgemeine und von allen geteilte Bedingung von Leben überhaupt. Diese Verletzbarkeit, dieses Prekärsein, leitet Butler aus den Körpern ab. Allerdings nicht aus deren Sterblichkeit, sondern aus deren Sozialität. Denn Körper sind immer und notwendig mit anderen verbunden. Körper sind sowohl Modus einer Beziehung als auch Modus der Enteignung. Diese soziale Ontologie der Körper begründet, wie Butler schreibt, Gefährdung, Schutzlosigkeit, Verletzlichkeit, wechselseitige Abhängigkeit, exponiert sein. Freilich ist diese Verletzbarkeit nicht gleich verteilt. Butler führt den Begriff der Prekarität ein, um deutlich zu machen, dass heteronormative, rassisierende, nationalistische, kapitalistische, ability-zentrierte Machtverhältnisse die fundamentale Verletzbarkeit aller Menschen unterschiedlich schützen, wie ich vorhin schon ausgeführt habe. An dieser Stelle kommt es mir noch auf einen anderen Aspekt an. Der moderne westliche Staat basiert auf der phantasmatischen Annahme, dass die fundamentale Verletzbarkeit und das fundamentale Prekärsein überwunden werden könne. Dies ist jedoch, wie sich aus einer an Butler orientierten Perspektive argumentieren lässt, schlicht nicht möglich. Menschliches Leben heißt, verletzbar zu sein. Die Annahme, so Isabel Loray im Anschluss an Butler, die Annahme, das Leben könnte oder müsse gar, weil es prekär und gefährdet, weil es einer existenziellen Verletzbarkeit ausgesetzt ist, rechtlich oder auf welche Weise auch immer gänzlich geschützt und abgesichert werden, ist nichts als eine Fantasie der Omnipotenz. Obwohl sie Schutz brauchen, sind lebende Körper niemals vollständig zu schützen, gerade auch, weil sie stets sozialen und politischen Bedingungen ausgesetzt sind, unter denen das Leben prekär bleibt.
Nichts gewährt Unverwundbarkeit. So Lore. Das Coronavirus legt die unhintergehbare Verletzbarkeit und Relationalität der Menschen frei. Die Antwort, die souveräne Staaten darauf geben, ist Schutz für manche zu versprechen um den Preis der Unterwerfung und der Maßnahmen, die, wie ich ausgeführt habe, unter kapitalistischen, nationalistischen, rassistischen Paradigmen artikuliert werden. Damit möchte ich nicht die Sinnhaftigkeit von Physical Distancing ins Frage stellen. Allerdings will ich die Partikularität des Schutzes und das Souveränitätsphantasma, das die Maßnahmen begleitet, problematisieren. Überaus deutlich wird das Festhalten am Phantasma der Souveränität an den Kriegsrhetoriken, die gegen das Virus bemüht werden, ebenso wie an den Diskursen, denen zufolge es auch in einer Pandemie um die weitestmögliche Aufrechterhaltung der Normalität gehen müsse. Die Strategie, mit der Staaten antworten, kann also weitgehend als Versuch gelesen werden, die phantasmatische Erzählung, dass es möglich sei, Verletzbarkeit zu überwinden, fortzuschreiben und ehest möglich zur Normalität der Souveränität zurückzukehren. Eine emanzipatorische Politik müsste umgekehrt aber gerade diese Verkettung von phantasmatischen Versprechen, paternalistischen Schutzlogiken und Unterwerfung aufbrechen. Verletzbarkeit und prekär Sein müssen zum Ausgangspunkt für ein Andersdenken von politischem Gemeinwesen, Solidarität und Fürsorge werden. Ein Plädoyer dafür, die Verunsicherung der Gegenwart in ein Nachdenken über, in eine Suche nach und in ein Ausprobieren von anderen Formen des Miteinanders zu überführen, hat Sabine Haag in dem aktuellen Text Die Netzwerke des Lebens vorgelegt. In denen, wie Haag schreibt, antiquierten und ja auch virilen Vorstellungen von Souveränität und Handlungsfähigkeit, so Haag, die davon ausgehen, dass das Virus wie ein Feind zu schlagen sei, lasse sich kein Ausweg aus der gegenwärtigen Krise finden. Wie Haag erinnert, haben sich Vorstellungen des Kampfes bereits in der sogenannten AIDS-Krise der 1980er und 1990er Jahre als untauglich erwiesen. Vielmehr braucht es eine andere Vorstellung von Leben, von Menschsein, Schutz, Solidarität, Fürsorge, Gemeinschaft jenseits von Souveränität. So schreibt Haag weiter, so paradox auch das klingen mag. Wir leben in Gemeinschaft mit dem Virus. Wir müssen Gemeinschaften mit ihm bilden. Physisch Abstand halten ist genau das. Im Wissen darum, dass wir mit dem Virus koexistieren, kommen wir anderen räumlich nicht zu nahe. Bremsen dadurch das Virus aus und verhindern so, bildlich gesprochen, dass sich das Virus von sozialen Prozessen Huckepack nehmen lässt. Eine Praxis der Fürsorge, die von den anderen und ihrer Versehrtheit her denkt und nicht von der eigenen Immunität, so Haag. Ich komme zu meinem Fazit. Der marxistische Theoretiker Antonio Gramsci argumentierte, dass die Stabilität des Staates in der Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung gründet, die wiederum in alltäglichen zivilgesellschaftlichen Praxen, in Vereinen, Freizeitaktivitäten, in Medien bis hin zur Straßenarchitektur artikuliert und organisiert wird. Ganz ähnlich betonte auch Foucault, dass der Staat ein Effekt von Praxen ist. Der Staat muss, so Foucault, in das Feld der Praxis und des Denkens der Menschen eintreten. Der Staat ist, so gilt auch aus queer-feministischer Perspektive, nicht, wie Birgit Sauer schreibt, eine den Individuen äußerliche institutionelle Struktur, sondern sitzt in den Köpfen und Körpern der Menschen. Dies meint gerade nicht, den Staat als bloß imaginiertes Gebilde kleinzureden. Vielmehr bedeutet es, den Radius der Machtanalyse des Staates zu erweitern. Der Staat operiert nicht nur über Zwänge und Verbote, sondern auch in subtiler Form des Regierens über die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung. Dass der Staat als ideeller Gesamtkapitalist, als biopolitischer, als souveräner Staat agieren kann, setzt voraus, dass genau dieser Staat, noch einmal Foucault, von den Menschen angerufen, gewünscht, begehrt, gefürchtet, zurückgestoßen, geliebt wird. Dass der Staat zivilgesellschaftliche Zustimmung voraussetzt, wird auch in Zeiten der Corona-Krise nicht außer Kraft gesetzt. Dass die staatlichen Antworten auf die Covid-19-Pandemie Antworten sind, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse
Ungleichheit, Gewalt und Prekarität ins Kalkül ziehen und auf diesen aufbauen, ist folglich nur möglich, solange es eine breite Zustimmung dafür gibt. Die aktuelle Corona-Krise auch dafür zu nutzen, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen, die Zustimmung zu diesen herrschaftsförmigen Formen der Krisenbewältigung brüchig werden zu lassen und neue Formen des politischen Gemeinwesens und neue Politiken der Solidarität und Fürsorge denk- und lebbar werden zu lassen, erscheint mir gegenwärtig eine der dringlichsten Aufgaben zu sein.